Selbst das Innere des Rockagons ist nicht sicher vor Skits hier bei Let's Play Tales of Grace, Seth. The Rockagong truly is an enormous creature. I can't believe there's this much space inside it. Like Uzmek, the Gigantoid. Uzmek? I read those books when I was a child too, but this... This is much larger than Uzmek. So you know of Uzmek? I should have expected no less from an esteemed general of Strata. Please stop. It's not that big of a deal. Uzmek was around 20 meters in length, right? Yes. They seem to be enjoying themselves. They have no idea what we went through in here. It's all fun and games to them. Hey, can we get out of here already? Not quite yet. Your Highness. Forgive us, Sharia. We're at a critical juncture right now. Anyway, I saw a depiction of the Uzmek's internal cavity and it had about this much space. That wasn't official canon. They were just playing it up. What could Richard and Hubert find so fascinating in here? Naja. Comics? Scheinbar. Oder unter Umständen ist es auch das Äquivalent von Animes hier in dieser Spielwelt. Ich weiß es nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Und unter Umständen will man es auch gar nicht wissen. Aber nur unter Umständen. In der Theorie will ich es trotzdem wissen. Na, rennst du noch weiter so komisch rum? Ich will eigentlich nur raus, wie ihr seht. Denn uns fehlen noch zwei Skits. Aber nur zwei. Beziehungsweise einer. Entschuldigung. Jetzt fehlt ein Skit. Und einmal... der Karterkönig. Ich möchte zumindest zeigen, was er hat. Denn genügend Karters dürfte ich nicht haben. Aber Karters sammeln, das ist etwas für den zweiten Spieldurchlauf. Wenn nicht sogar den dritten oder vierten. Also... da ist schon so... ich sag mal, der Knackpunkt, dass man da wirklich noch eine Menge bekommen kann, auch durch das Kaufen in Läden, dadurch, dass die dann auch ab und zu mal Karters anbieten, da kommt schon eine ganze Menge zusammen. Vor allen Dingen auch eine ganze Menge Geld. Also in diesem Spiel hier, da hat man wirklich was davon, wenn man viel Geld sammelt. Im Gegensatz zu manchen anderen Spielen wie Zelda, sag ich mal. Ganz ehrlich, in den Zelda-Spielen, so viel Geld, wie einem danach geworfen wird, brauche ich nie. So, ihr seht, wir würden ein weiteres Meisterturnikum noch bekommen, das Symphoniezepter, Erweckungsritter und eine weitere magische Charta. Die Charta kriege ich bestimmt nicht, aber wir haben ihn damit sehr glücklich gemacht. Kriegen noch das Symphoniezepter und den Erweckungsritter. Also stecke ich jetzt irgendwo zwischen 70 und 80 Charters. Von daher, achso. Party mal wieder so umdrehen, genau. Aber das ist so völlig okay. Ich weiß gar nicht, gab es eine Trophäe für alle Karters? Ich glaube nicht, oder? Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also weiß ich halt schlussendlich einfach nur nicht, wofür ich so viele Karters noch sammeln soll. Wenn man eine perfekte Kollektion haben möchte, dann sollte man natürlich die Karters sammeln, das ist ganz klar. So, und hier unten am Ort, an dem wir gegen Richard gekämpft haben, die Maske von Barona schlägt zurück. Pascal, what's wrong? Why are you crying? Pascal crying? Have heaven and earth been torn asunder? No! I'm chopping onions! Now? How could you possibly feel a need to chop onions in a place like this? Why do you cry when you chop onions? When you chop an onion, it cries itty-bitty onion tears because it's all hurt! So then I feel bad and start crying too! Onions can feel pain? In times of pain, turn to me! Who's that? Who? It's King Richard. I am the Mask of Verona! Use these goggles and this clothespin when you chop onions. It's hard to breathe. Let me try a little more.
on, Richard! It totally did the trick! I'm honored to. I am the Mask of Verona! When trouble calls, just call me! I bid you good day! Bye-bye! It's pretty obvious, isn't it? Oh, you look so different now, Pascal. You look just like Hubert. I guess. Dear brother, how long must you persist behaving in such an inappropriate fashion? Right. Right. Okay. Winzig kleine Zwiebeltränchen, ha? Huh? Okay. Punkt ist jedenfalls, wir haben alle Skizz. Wir können jetzt also uns aufmachen in den Lastalia-Schacht. Wieder mal. Bis zum Ende diesmal. Ohne Zwischenkämpfe, wenn es geht. Denn der Endboss ruft. Allerdings gibt es noch ein Gebiet, was ein bisschen vorher spielt und deutlich länger ist. Leider. Warum leider, werdet ihr sehen. Ich persönlich bin kein Fan davon, auch wenn es... Es sieht schön aus, aber es ist nicht viel drin. Es steckt nicht viel dahinter, wie auch immer man es jetzt benennen möchte. Das ist ein bisschen ärgerlich halt. Ich meine nur. Wenn alles gut geht, werde ich jetzt aber keine Kämpfe mehr machen müssen, sondern wir werden einfach bis zum Ende durchmarschieren können. Aber wir werden sehen. Irgendwo hier hinten sollte doch dieser Teleporter sein, ne? Ja. So viel Weg. Im Prinzip so viel nichts. So viel nichts. So, Fodras Kern. Ja, und das Problem ist, wir müssen zwar nicht nach ganz da hinten, aber trotz allem weiter nach da hinten. Und links und rechts von diesen Wegen hier gibt es Schätze. Und natürlich Gegner, wie ihr gesehen habt. Hier haben wir Kiel's Kater. Welche Technologie besitzt Celestia? Auch hier Tales of Eternia. Yay. Yay, so geht doch. Diese Gegner hier, die Golems, geben ganz gute Erfahrung. Ist also mitunter die beste Trainingsmöglichkeit, die ihr wahrscheinlich haben werdet in diesem Spieldurchlauf erstmal. Für mich persönlich ist das erstmal völlig irrelevant, aber es ist halt da, ne? Ihr könnt hier gegen diese Golems trainieren. Ihr könnt euch jetzt also vorstellen, dadurch, dass ich immer jetzt gerade von ganz links wieder nach ganz rechts laufe, dass halt da dann jeweils die Schätze sind und ihr würdet korrekt sein. Ihr würdet korrekt liegen. Ihr würdet richtig liegen. Warum sage ich überhaupt korrekt? Kerzkleidung. Es sind mitunter Schätze, also die wir sowas von überhaupt nicht brauchen, wo keiner nachgefragt hat. Aber trotz allem, sie sind da. Wir holen sie uns, damit ich sagen kann, ich habe zumindest alles gezeigt, was ich zeigen kann. Trotz allem ist es natürlich wirklich sehr, sehr... Ich weiß nicht. Hier ist keine epische Musik. Sondern eher so ein komisches Geräusch. Es gibt nichts richtig visuell Ansprechendes meiner Meinung nach, weil so toll sieht das jetzt halt auch nicht aus, dieses nach links und rechts Gerenne hier. Ich bin also kein Fan von diesem Endgebiet. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin kein Fan von dem Endgebiet. Also diesem kleinen Stückchen von dem Endgebiet. Der Rest ist okay. Das hier sieht, wie gesagt, es sieht an sich schön aus. Aber es ist trotzdem nichts Interessantes fürs Auge. Es ist einfach nur blaues Zeugs auf grünem Zeugs. Beziehungsweise andersrum. Grünes Zeugs auf blauen Zeugs mit ein paar Kristallen in der Luft. Ja. Mit sehr viel Weg nach links und rechts. Traurig, aber wahr. Hallo Golem. Tschüss Golem. Die haben aber auch ganz schön große Krallen, ne? Oder sind ja keine Krallen, sind eher so komische Kampfmesser vom Aussehen her. Puh. Eine Sanduhr. Yay.
Genau das, was ich gebraucht habe. Nebenbei bemerkt, ich spreche es schon mal jetzt an. Den Boss, der jetzt kommt, kann man auf zwei Arten besiegen. Und die eine Art ist, verprügelt ihn, bis er sich nicht mehr bewegt. Ganz normal also. Es gibt aber auch eine seltsame Tastenkombination, die man eingeben kann. Beziehungsweise, was heißt die? Es klingt jetzt viel zu hochgestochen. Man muss einfach zur rechten Zeit bestimmte Knöpfe gedrückt halten, wodurch dann eine Reihe weiterer Aktionen erfolgt, die dann letztendlich zu dem Sieg unserer Charaktere führen werden. Und ich werde diese Art benutzen, denn dadurch sieht man etwas, was man sonst in diesem Spiel niemals wiedersehen wird. Und das lohnt sich dann halt einfach, ne? Natürlich sind wir danach immer noch nicht fertig mit Tales of Grace 11. Nein. Danach. Naja, egal. Da ich hier erstmal nicht wieder hinkomme. Danach gibt es noch 10, 11, 12, 13, 14. Mindestens 14 Endgegner, so im Großen und Ganzen. Beziehungsweise 14. Mindestens 14 Parts, die ich machen möchte, zeigen möchte. Dafür muss ich unter Umständen ein bisschen. Ja, trainieren ist jetzt der falsche Ausdruck, aber da muss ich dann wirklich ein bisschen gucken, dass ich da nicht drum kümmere. Es kann also sein, dass ich dann nicht immer rechtzeitig Tales of Graces hochladen kann. Muss es nicht heißen. Ich gebe natürlich mein Bestes, was das angeht, aber es wird schon klappen. Es gibt halt nur bestimmte Sachen, die ich dafür vorbereiten muss. Und gut. Die Figurinen, wie gesagt, kann man mit den ganzen Sachen herstellen, die man von allen Monstern kriegt, die es in diesen Kapiteln gibt. Von den Federn bis hin zu den Zernrädern, bis hin zu komischen, korrumpierten Schwertern der Sigma-Kreaturen. Da ist eine Menge. Ich habe mich jetzt in diesem Spieldurchgang nicht drum gekümmert. Mit dem Spieldurchlauf, mit dem wir hiernach weitermachen werden. Das heißt also mit meinem englischen Spielstand, mit dem ich dann deutlich stärker gelevelt bin. Ich bin bei dem mehr als 50 Level, ja nicht mehr als 50, aber knapp 50 Level höher schon gelevelt. Mit dem werden wir dann diesen letzten finalen Anlauf bzw. Spieldurchlauf machen. Wenn es dann Fragen gibt, falls jemand da wirklich etwas Wichtiges nicht versteht, kann man mich auch gerne fragen, dann übersetze ich es nochmal. Das ist kein Thema. Aber es ist besser, als wenn ich jetzt dieses Spiel hier, was ich jetzt... Das ist mein erster deutscher Spieldurchlauf, weswegen ich auch mal immer gerne die Trophäen geholt bzw. bekommen habe. Um mir also zu ersparen, dass ich es dann direkt nochmal durchspielen muss, war es halt theoretisch besser für mich, den Englischen nachzuspielen. Dementsprechend machen wir es mit dem Englischen dann weiter. Eine glückliche Familie. As a daughter, it's now my responsibility to carry on Asbel's legacy. I must do everything I can to carry his hopes and dreams into the future. If Asbel is your father, does that make Sharia your mother? Yes. And Pascal is my big sister, and the captain is my grandfather. Hubert used to be my big brother, but if I'm Asbel's child, I guess he's my uncle now. I see. So you can be my new big brother, Richard. Who, me? Your big brother, is it? Well done, sire. You're the last to join the family and still nabbed the best position. Would you like me to massage your shoulders for you, Grandpa? Oh, that would be lovely, grandson. Isn't it great? We're all one big family. A little to the right there, sonny. Your shoulders sure are stiff, Grandpa. You're getting a little rough there, sonny. Your bones. Da
ist wohl etwas schiefgegangen. Okay. Das heißt für uns jetzt, wir machen uns dran, den finalen Boss im Spiel zu erledigen. Warum kriege ich hier das... Das ist mir schon mal passiert, im Englischen auch. Auf einmal kriege ich einen Titel für Speichern. Das ist, als würde ich eine Trophäe dafür kriegen. Du hast gespeichert. Glückwunsch. Okay. So this is Fodra's core. It's so much bigger than Ephinius. Look, they're all here. Ja, das sind eine Menge. In der Tat. Child of Fodra. Come to me. Nein. Take my hand and we will live in peace. Together. I will. All of us will become one with you. But I am not you. I am Sophie Lont. Sophie. Asbel gave me the name. And I will treasure it forever. You aid humans, child of Fodra? Very well then. The choice is made. Very well then. The choice is made. I will aid you. Wie auch immer grüne Haare zustande kommen, wenn man lila Haare fusioniert. I can hear her. It's like she's speaking. Inside my mind. Humans are not content with harmony. Instead, you treat the world like a child's toy and abuse it as you see fit. My head is splitting apart. We're gonna be okay. No, we're not, Al! You have committed countless sins. And your lives are the coin by which sins are repaid. Die! Ich würde mal sagen, nein. Even I cannot hold her off for very long. Don't worry. Just leave the rest to us, okay? I'm sure that we can reach an understanding with Fodra. We'll show her the power of a dream. If we can trust Lambda, then we can convince Fodra to trust us. Beim nächsten Mal, Leute, der finale Kampf gegen Fodra itself. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.